Ich bin auch Bud Spencer. Ich hasse Stümpfe. Kennst du die Stümpfe? La 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 la. Oh, Erik, bitte. Oh. Ich muss dich treten, bitte. Was denn, das ist die billige Version. Wir hatten nicht. Wir mussten die Stümpfe gucken. Die wurden blau angemalt und dann wurden die abgefilmt einfach. Papa Stumpf, Papa Stumpf. Oh. Uff. Pippi Langstumpf, Alter. Wow. Wieso muss ich mir das Bild nicht vorstellen? Habt ihr damals? Mit was backen die Schlümpfe? Mit Gargamel? Dry Teak, bitte. Es ist das war Dry Teak? Ja klar, wer sonst? Raus! Raus! So, Putzi, was machst du denn noch? Mein Essen geht leer. Geht's hier? Achso, geht schon los? Okay, gut. Wir wollten ja schon, ja. Okay, die okay, okay. Stumpfine. Habt ihr damals, David, nee, ist es David der Klapport? Oder nee, die Tiere im Wald. Kannet ihr das? Nee. Was David der Klapp oder David der Klapporter? Kennst du den? Den kenn ich. Das kenn ich vom Namen her, aber habe ich nie geguckt. Boah, das Ende ist so traurig. Dann zieh doch mal kurz den Stream komplett runter, indem du das Ende spoilerst. Okay. Ich sag dann sage ich jetzt nichts mehr an dieser Stelle. Ja, ja, als die Tiere den Wald verließen, das kenne ich halt. Das kenne ich. Genau, das habe ich gemeint. Das ach so, ah, okay, ja. Ja, das ist furchtbar. Alles das klar. Jetzt, wo ich meinen Knüppel geupdatet habe, ist er viel besser. Oh, also, das hätte ich noch machen sollen. Der macht ja richtig Damage, wow. Ja, aber ja. Pinsels. Bald gibt's eh Schwerter. Schwerteln gibt's bald. Dennis Schwert. Sind schon geiler. Ich sollte mir. Ich hätte mein Bronze. Ja, ich mach mir, glaube ich, ein Bronzeschwert. Ich werde das ein bisschen skillen, weil das geht auch gegen Skelette. Das wir gehen eh zum Dungeon. Also, wir könnten ja eigentlich auch wieder was mitnehmen. Ne? Und diese. Ne? Ja. So, Dungeon kommt da gleich. Hier müsste eins sein. Ich weiß nicht, ob das leer ist. Dungeon hier? Habt ihr nicht markiert hier? Ist hier wirklich ein Dungeon? Okay. Ich hatte hier. Ich hatte hier was markiert. Was? Warte mal, was ist denn das für eine Markierung? Mist, ich sehe nichts, weil wir alle. Wahrscheinlich, ach, weil Bienen. Hier die Bienen waren, ne? Ja, ich habe Bienen markiert hier. Bienen. Ja, okay, nun. Boah. Das soll ich mal wegmachen. Ich liebe Bienen. Ja, dann kommt da unten der Dungeon. Okay. Okay, dann laufen wir doch. Ne? Wir haben ja gesunde Füße. Okay. Ich habe mir überlegt, nach Corona bouldern zu gehen. Bouldern oder ja, bowlen? Ne, bouldern. Das ist dieses Klettern da. Das habe ich mir überlegt. Ah, ja, oh, geil. Glaub, das finde ich nice. Ja, voll. Weil das macht Spaß. Es gibt so viel. So, ich verstehe das. Es gibt so viel Sport, zum Beispiel Laufen. Ich finde, Laufen ist so ein ätzender Sport. Den kann ich nichts abgewinnen. Boah, ich habe das früher in der Schule gehasst. Wir hatten dann keine Bundesjugendspiele mehr, sondern 60-Minuten-Lauf. Ja. Und dann hast du halt eine schlechte Note bekommen, wenn du halt nach 20 Minuten einfach nicht mehr konntest. Und ich konnte halt dann einfach nicht mehr, weil ich fett bin, weißt du? Und dann kriegst du einfach eine 4. So, weißt du, so voll unfair einfach. Ja, das stimmt schon, das ist schon. Nee, aber es gibt auch Sportarten, die machen einfach Spaß. Und ich glaube, so Bowlen könnte zu. Und Laufen. Ja, Bowlern, super nice. Ich glaube, das auch, das ist cool. Ist, ja. So. Ist schon toll, das Spiel, ne? Das ist echt ein schönes Spiel, da kann man sich so verlieren. Naja, das ist schon, boah, voll geil. Macht auch ein bisschen süchtig. Ja, voll. Weil du willst immer wieder und du freust dich auf diesen Fortschritt, den du machst. Du freust dich auf dieses, das habe ich jetzt und jetzt mache ich das noch. Oh, mal, gibt's hier Beeren? Erik? Was denn? Nee, ist nur noch leer. Okay, nicht nachgewachsen, schade. Okay, kann ich einfach vom Sprintknopf runtergehen. Na gut, ich war auch gerade am Sprint. So. Gleich kommt Dungeon Nummer 1. Oh, hier liegt Zinn rum. Oh. Ja, warte, lass du mitnehmen, oder? Nee, Dungeon werden wir die Taschen leer brauchen. In Dungeon? Aber DKA, Dungeon. Achso, ich dachte, wir gehen Dungeon. Und ja, schon. Trolle suchen. Achso, ja gut, aber ich gehe nicht davon aus, dass die Taschen bis dann voll sind, oder? Ja, nun, das kommt drauf an, wie viele Dungeons wir haben, ne? Ja, das stimmt. Also ich weiß, dass hier zwei waren, tatsächlich. Vielleicht ist der Troll da vorne ja nachgespawnt. Was für ein Mikro hast du? Das rote NT1A. Habe ich schon mal erzählt, Tobi, kennst du die Story, wie ich mir ein Mikro besorgt habe damals? Nein. Ich habe, Erik hat damals 2011 bei Minecraft Folge 500 hat er seinen Schreibtisch gezeigt, da hat er so rausgesucht und dann auf einmal war sein Schreibtisch zu sehen.
Und ich habe mir einfach 2011 alles nachgekauft, was Erik hatte. Das Mischpult, das Mikro, alles nachgekauft und bis heute habe ich das. Ja. Dose Cola, alles. Alles nachgekauft, ja. Das habe ich bis heute. So, da sind wir drin. Tobi, du warst noch nie im Dungeon, oder? Ja, letztes Mal, aber da war ich relativ schnell tot irgendwie. Warte mal, waren wir schon mal? Alle Türen sind offen? Ist das schon leer? Nee, okay, ja, nee, hier ist eine geschlossene Tür. Aber sehen wir da was? Aber erstmal, ich will erstmal die Gänge abklappern, die offen sind, weil die Skelette dann sonst rauskommen könnten da. Ja, Achtung, vorsichtig. Ja, warte, hier ist eine Truhe. Gibt's hier auch Fallen, auf die man aufpassen muss oder so? Nee, Fallen nicht, aber manchmal... Oh geil, geht's runter? Okay, Sackgasse, schade. Die gelben Pilze können wir mitnehmen, damit kann man Ausdauertränke machen, die man nicht... Das wusste ich gar nicht, ich hab die mal liegen lassen. Okay. Ja, die kann man mitnehmen. Na gut, dann. Ja. Kann man auch essen. Dann nehmen wir den mit. So. Oh, Schild, achso, ja, mein Schild. Warte mal, stimmt, das muss ich ausrüsten hier. Ja, Alter. Unbedingt. Jetzt geht's los, Tobi. Okay. Da drin sind die. Warte. Die Geister sind die schlimmsten. Daran? Das ist aber auch drin? Eng hier, ne? Das ist ja... Ja, zu dritt da ist nichts. Hä, warum ist da nichts? Waren wir da schon? Passiert, Sackgassen. Nee, Sackgassen einfach. Ah, okay. Oh, Sackgassen fühle ich mich immer wohl. Hier hinter ist ein Spawner. Hier hinter ist ein Spawner. Rein und sofort auseinandernehmen. Ja! Bam, Junge! Ja! Oh, da sind diese Dinger da. Ja. Voll viele auch noch. Geil, vier Stück, nice. Ja, voll. Okay, wir sollten überlegen, wer was trägt. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen aufteilen, weil dann können wir besser stacken, weißt du? Dann können wir mehr tragen. Also ich habe Bernsteinpille und einen Pilz habe ich, einen gelben. Okay, super. Muss dringend zum Arzt. Erik, was du da alles findest. Dankeschön, Mimi, dankeschön. Muss dringend zum Arzt. Sogar Bier ist da drin, ne? So. Mein Bernsteinpenis. Okay. Pilz. Ach, Tobi. Der ist im Museum ausgestellt. Kommt hier ein Skelett? Da ist eine Tür. Da sind zwei Türen, okay. Okay, wo seid ihr? Alles sorry, alles? Sorry. Ich wusste nicht, wo lang du bist. Ja, alles gut, ich bin hier. Bin hinter euch. Ich bleib erstmal. Oh, hey, nice. Jawoll. Dankeschön. Super, nice. Duper. Schön. Nice, geil. Okay. Nichts gesehen, aber cool. Ich sehe auch nicht viel. Nice, Erik, hey. Aber schön ist. Oh, warte, hat er. Geht schon, Erik, gib ihm, wir freuen uns an. So, weg mit dir, Lump. Hammer. Oh, das war's schon. Stabil. Zu dritt ist aber gefühlt echt einfacher, ne? Ach klar. Ist auch geil, dass wir so viel tragen können. Geht schon, Tobi, rein, du bist jetzt vor. Tobi. Oh. Hey, wieso hat er mich trotzdem getroffen, obwohl ich geblockt habe? Da trifft er dein Schild, du kriegst trotzdem ein bisschen Schaden. Ach so, aber man hat trotzdem geblockt, oder was? Ah, schön. Genau, hast du trotzdem gemacht. Okay. Geil. Jawohl. Ich loote schon mal. Weg mit dem Boy. Geil. Gut, das war's, der ist leer, oder? Okay, gut, das war nicht so ein ergiebiger Dungeon, aber war okay. Ich glaube, die sind immer alle in derselben Größe circa. Ne? Gibt's nicht irgendeinen Anhaltspunkt, der dir sagt, wie bei Assassin's Creed zum Beispiel, dass du alles gefunden hast hier in dem Areal jetzt so? Gibt's nee, hier leider nicht. Leider nicht, ah, okay. Nee. So. Die sind möchte ich das Spiel jetzt aber auch refunden, ehrlich gesagt. Also, verstehe ich. Ein zu lamer Dungeon war das jetzt. Ja, naja, der war okay. Aber ich muss sagen, Multiplayer ist auf jeden Fall viel einfacher. Ja, das glaube ich. Also Singleplayer stelle ich mir das Spiel echt übel vor. Herausfordernder halt ein bisschen, ne? So, da drüben ist der nächste Dungeon, da hinten. Jo. So. Ob aus Tobis Bernsteinpenis auch DNA gewonnen und dann ein Themenpark mit Klonen erfüllt wird? Natürlich, da werden auch Impfchips hergestellt mit meinem Penis. Jurassic Peen. La 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 la. Wart ihr in dem nicht schon? In dem anderen da drüben weiß ich gar nicht. Sollten wir die vielleicht nicht markieren, die wir fertig hatten? Weil ja, ich hab den einen, den eben gerade markiert und den okay. Beim anderen weiß ich noch nicht genau. Okay. Meine ganze Karte sieht aus. Überall Markierungen. Sehr gut. So muss sein. Ist da jemand müde? Naja, gut. Hm? Irgendwer fragt mich gerade, ist da jemand müde? Mein. Oh nein. Was denn? Scheiß Regen. Regen kostet mal Ausdauer. Echt? Also bei Regen sind alle Moves viel anstrengender. Weil die Kleidung nass wird oder was? Mhm. Oh wow. Das Spiel ist schon sehr, also ja. Sehr schöne Details. Sehr hart. So, das hier müsste, ne? Wo geht's denn hier rein? Da geht's rein. Das könnte der sein, wo wir sogar schon mal gewesen sind, glaube ich.
Haben wir Stein und Holz mit genug? Nee, habt ihr Stein und Holz? Ich hab... Ein Stein und ein Holz. Ein Stein, zwei Holz. Lass mal ganz kurz einen Baum fällen und vielleicht hier den Stein zerkloppen. Dann können wir nämlich drinnen Lagerfeuer machen und uns trocknen. Achso, ja gut, aber wir werden eh wieder nass, wenn wir rausgehen dann, ne? Das ist ja egal, aber im Dungeon sind wir trocken. Da müssen wir trocken sein. Achso, das... Okay, ich verstehe. Ja. Genau. Du hast den erschlagen, Erik! Hä? Oh, geil! Ja, den Baumstamm hat ihn gekillt. Oh Mann, ich seh das immer nicht. Oh, wie gut. Wir wollten noch Trolle jagen, ne? Dobi! Boah, wo kommt der denn auf einmal her? Der hat aber auch einen hübschen Arsch, ne? Der ist einfach sexy. Danke, Tobi. Ja, nice. Taumelt. Ja, Kopfschüsse bringen ihn zum Taumeln. Und machen massiv Damage. Boah, mein Bogen hat... Was war denn mit dem gerade? Wir haben sau viele Kopfschüsse gemacht. Warte mal, da kommt noch ein Kollege. Ja, ich hab... Trollleder ist 16... Ja, gut, ich hab 8 Trollleder. Okay. Oh, die haben wir gerade gut gelegt. Ich hab meinen Bogen auch geupgradet, das bringt ja echt was, ey, krass. Ja, klar. Oh, warte mal, ich muss mich kurz anders hinsetzen. Au. Der Arme. Hat gar nicht gewusst, wie ihm geschieht. So, nee, hat jemand Steine gesammelt? Sehe ich so aus, Erik? Sehe ich so aus, ne? Warte, ich kann aber, ich hab eine Hacke mit, eine Spitzhacke. Ja, hab ich auch mit. Okay, dann machen wir kurz. Aber der könnte ruhig öfter mal so ein Troll jetzt um die Ecke kommen, ne? Finde ich auch. Der war ganz nett. Das war ja super entspannt. Ja. Vorsicht, wir kriegen Besuch. Ah ja, bitte. Wir haben gerade einen Troll in Sekunden gelegt. Was soll das denn jetzt? Putzi, wir haben schon Putzi. Danke dir. Wollen wir reingehen? Wetter ist scheiße, komm, wir gehen rein. Ich glaube, das ist aber tatsächlich der, wo wir schon mal waren. Kann das sein? Die schauen doch alle ähnlich aus. Oder? Oh, ja, hier ist schon Feuer. Ja, echt? Ich glaube, wir waren ja schon mal. Ja, das ist da, wo ich gestorben bin letztes Mal. Ist der leer? Ist der komplett leer? Ja. Okay, ich habe keine Fackel mehr, leider. Aber die kann man sich machen. Gut dann. Okay. Ich muss ganz kurz aufs Klo. Okay, ja, nun voll die Gegner. Dann machen wir das. Wo ist denn die Pan? Schläft die schon? Ich weiß nicht, streamt die noch, oder? Ich glaube vorhin nicht mehr, nee. Als ich geguckt hatte, war da nichts mehr. Oh, okay. So. Hier ist auch nichts mehr. Nee. Ja, doch, die Pan streamt noch, doch. Ja, okay, alles klar. Ja, die Pan streamt gerade, okay. Sie streamt, alles klar. Hat mich auch gewundert. Hat mir gerade Sorgen gemacht, ob es mit der P heute nicht so gut gelaufen ist. Boah, aber dann ist ja alles Paletti. Ich muss Gronkh TV gucken, da läuft gerade Metro Exodus. Ja, geil. Oh, geiles Spiel auf jeden Fall. Wir können jetzt zum Hafen fahren. Fahren wir zum Hafen. Tobi, was war das denn jetzt? Warum machst du das? Du musst so in die andere Richtung laufen. Was ist denn mit dir? Ey, der kann gar nichts. Das ist vergangen als Gronkh, der ist eine Lusche. Der spielt ja genauso schlecht wie auf YouTube damals. Was? Tobi, was? Was soll das denn jetzt? Na, sag mal! Sag mal! Aua! Hab ich verdient! Au! So, ich setze mich mal hier gegen die Wand, vorsichtshalber. Du denkst, das bringt dir Schutz, ja? Nein, Tobi! Nein! Warte. Aber dann nicht. Hör auf, der kann sich nicht wehren. Es war wahnsinnig lustig, aber es wäre wahnsinnig fies. Hey, Tobi. Wobei, der hat mich damals ins Wasser geschubst letztes Mal, ne? Das ist wahr. Und er hat gelacht dabei. Nee, das ist echt, das kann ich nicht machen. Oh, warte, der bewegt sich. Was hast du gemacht, Tobi? Putzi, warte mal kurz. Ja. Oh, bist du voll? Erik! Du Verrückter! Aui! Wir haben gewartet, bis du wieder da bist. Ja, das war. Dankeschön. Jetzt wurde jeder einmal angezündet. Wie geil, dass das geht, das finde ich so gut. This boy is on fire. Ja, du kannst ja theoretisch wirklich wem einfach mit dem Floß ewig lange raustreiben. Und ist vorbei. Klar, wenn er sitzen bleibt, ist egal, dann passiert ihm nichts. Aber er muss ja irgendwann aufstehen und wenn du das machst, bist du irgendwann mal tot. Kannst ja nicht wenden, ne? Mhm. Okay. Du kannst für immer an der Stelle schwimmen, da verlierst du ja nichts. Ja. Aber irgendwann ist vorbei.
So, der Dungeon ist abgehakt. Das stimmt, das muss ich auch mal kennen, ja. Eine Trollhöhle hätte ich noch anzubieten. Da ist noch ein Dungeon und dann... Wir haben hier nicht viele... Wir haben sau wenige Dungeons hier noch auf der Insel. Was ist denn eine Trollhöhle? Gibt es da mehr Trolle oder was? Da wohnen die Trolle drin, aber ich habe mich selber noch nicht getraut, dagegen vorzugehen, weil in der Höhle, du kannst halt nicht ausweichen in der Höhle, großartig. Ja, aber warte mal, Moment, sind das diese großen Viecher denn in so einer kleinen Höhle hier? Ja, die gehen bis zur Decke quasi. Ja, die Höhle ist größer. Ja, ah, ist schon größer, ich wollte gerade sagen. Also nur ein bisschen. Okay, dann gehen wir wieder. Na dann. Ja, man kann nach draußen ausweichen, das ist richtig. Das regnet schon wieder. Oh nein, das ist wieder so ein Fetter. Was, wo? Da mit den roten Augen da hinten. Ein Berserker. Ach so, okay, oh ja, gut. Oh, ich hab hier noch zwei Dungeons in die Richtung. Hier. Hast du da auch zwei? Da hab ich zwei. Das haben wir erledigt. Das haben wir gerade gemacht. Nee, wir waren doch hier, oder? Da hast du noch eins? Ach da, das hab ich nicht. Hier hab ich zwei. Okay, dann lass mal hingehen. Wir wollen dir putzen, Mann. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab Angst, dass das falsch ist. Das ist ja egal. Okay. Nee, dann bist du schuld. Oh nein. Wir werden mit Häme über dich herziehen. Oh nein. Oh nein, scheiß Schrat. Boah. Naja. Lass dich nicht vergiften von dem. Achso, oh, die sind nervig. Ja, die sind super ätzend. Kennt ihr noch von früher Michaela Schaffschrat? Michaela Schaffschrat? Kommt mir gerade so bekannt vor. Oh Gott, wer ist die nochmal? Wo seid ihr? Der Name Schaffschrat, ach so. Schaffschrat, ja, das war der Witz, Erik. Ja, okay, alles klar. Aber die gibt's doch wirklich, oder? Ja, Michaela Schaffrath, die gibt Schaffrath, es ja. Sie, glaub ich, ne? Wer ist das denn? Gina Wald. Gina Wald, ah, um Gottes Willen. Gina Wald, Alter. Gina Wald. Hä, hey, schon wieder Berserker, warum? Die sind aber ganz schön oft hier, ne? Ja, warum haben wir hier so viele hier? Warte, hier nach oben, sorry, hier. Ist das, weil wir Multiplayer spielen? Ich weiß es nicht. Also vielleicht. Wow. In Ruhe. Oh, hier. Waren wir hier gerade drin? Ja. Ja. Okay, das war das. Okay, sorry. Vollputzi. Okay. Ihr habt doch gesagt. Nein, das ist... Nein. Ja. Jetzt bin ich... Also jetzt, wo es halt doch nicht so war, bin ich doch enttäuscht. Oh, der Fette kommt da vorne auch gleich, ne? Okay. Tobi, was soll das denn jetzt? Hey, du bist doch schon da. Also. Wo ist denn der? Wo ist ein Putzi jetzt hin? Ich laufe rum. Putzi ist der Fett. Ich hab das Gefühl, dass hier noch irgendwo ein Dungeon war. Aber ich weiß, dass hier auch noch irgendwo einer war. Aber ich, genau. Ich hab, ja. Hatte den auch markiert, aber irgendwie finde ich das nicht mehr. Same. Aber egal, wir können einfach weitergehen. Ich sammle mal wieder Disteln. Oder ist Kiefer. Oh Gott, ein Berserker. Oh nein. Disteln und Dasteln. Wieso lache ich überhaupt? Danke, Erik. Finde ich gut. Ja, Entschuldigung. Ich fand's wirklich gerade lustig. Oh, dies. Okay, dann lass. Oh, der Regen. Es muss doch immer scheiß Wetter sein. Tobi, wo läufst du denn hin, Tobi? Keine Ahnung, hier. Guck mal, ob hier noch irgendwo ein Dungeon ist. Ach so. Ich weiß, dass hier eigentlich noch einer war, aber ich weiß nicht mehr, wo der. Also, jetzt in die Richtung ist noch einer. Wenn ihr. Ja, wir laufen da einfach hin, ist ja wurscht. Aber ich mach mal hier Leuchtfeuer. Wird schon passen. Oh, da hinten leuchtet wieder. Hier rüber! So. Oh Gott. So. Ah ja, Trollhöhle, ich hab sie markiert, du Idee, oder? Genau. Okay, das ist die Trollhöhle. Wollen wir da? Also wollen wir es? Ich weiß. Ja, klar, das ist sicher. Ja. Ich meine, wir können ja auch wieder rausgehen, oder? Da kommt der Kaja das nächste Mal, lockt er ein und wir sind ja einfach die Wand geschmiert in der Höhle. Der lacht und klaut uns alles. Das, ja, wahrscheinlich ja. Wann haben durchgespielt? da ist doch gleich der Erste. Ich sehe keinen. Ach, da hinten. Draufschießen, einen Bogen? Warte, ich hab eine Idee. Warte. Oh, Feuer? Willst du Lagerfeuer bauen? Wollte ich mal probieren, ob das geht. Mach mal. Jetzt ist er irgendwie da reingegangen, ne? Da hinten ist er. Ich kann ihn. Soll ich ihn anpingen? Ja, mach mal. Oh, brennt er? Der schlägt auf irgendwas. Er bleibt stecken, er kommt nicht raus. Oh nein, ich bin rausgegangen aus Versehen. Nein, warum bin ich rausgegangen? Komm wieder rein. Ja, komm wieder rein.
Lol, wir haben das. Er kommt nicht raus. Er kommt. Weil das Feuer blockiert. Okay, super nice. Okay, das, so ja, geht, das ist ja, ja ein bisschen lame. Ja, nice. Erik, GG. Erik, ja, cool. Das war aber eher ein Versehen. Das hast du gut gemacht, Erik. Okay, Kisten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Entwickler das nicht sehen. Sag das bitte nicht weiter. Ach, das war jetzt der eine, oder was? Ja, war nur der eine. Wir waren ja noch nie in einer Trollhöhle drin. Bernsteinperle. Irgendwie erinnert mich die Trollhöhle gerade ein bisschen an die Höhlen aus Witcher, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Ein bisschen. Sammelt jemand Bernsteinperlen? Ja. Guck mal hier, Tobi, da, hier auf dem Boden glänzt es und hier ist auch noch eine. Oh ja, lit. Was bringen die denn? Die kann man später beim Händler, glaube ich, verkaufen oder eintauschen, oder keine Ahnung. Aber habe ich noch nicht gefunden bis jetzt, also mal gucken, irgendwann kommt der mal. Warte, hier ist auch eine Bernsteinperle, 3 Stück hier. Mhm. Die sehe ich gar nicht. Ich sehe die euch mal den Boden untersuchen. Eriks lute Auge. Ja, ist über Terminator, so wenn er irgendwas scannt. Okay, das war's, glaube ich, ne? Ich glaube, mehr haben wir hier nicht. Ja, ich glaube, das war's. Okay. Das war der einfache Troll, den ich immer so erlebt habe. Ja, was ist das irgendwas? Ist das ein Erz? Ja, dann wieder raus. Ich meine, wir hätten also jetzt eine Melkmaschine hier drin, wo der spawnt, ist natürlich auch nice, ne? Spawnt der denn da drin? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Ich meine, das wäre ein bisschen late. Naja, gut, aber das trifft ja dann auf alle Trollhöhlen zu, ne? Im Grunde genommen ja. Achso, warte mal. Das nächste Dungeon habe ich markiert hier unten. Okay. Okay. So, Michelle, danke schön, Michelle. Okay. Vielen Dank, danke schön, danke schön. Viel Liebe geht raus. Michelle. Michel. Michel. Ja, wenn du das so sagst, Tobi ist nicht mehr schön. Michel, Liebe geht raus. Michel. Seid ihr zufrieden mit euren Namen? Ja. Früher habe ich meinen Namen, ich wollte immer mit C geschrieben werden, aber inzwischen finde ich meinen Namen ganz cool. Bin eigentlich happy. Das Tobi, E. Mit dir? Ist ein toller Name. Das E oder Tobi? Das E. Ah. Oh, Himbeeren. Ist ein Blaubeeren? Blaubeeren. Da? Nimm doch mal, da ist noch eine, glaube ich, oder? Hast du beide genommen? Ich habe 2. Ja, okay, hast du. Danke, Igel. Na, kein Problem. So. Was hast denn du gemacht? Putzi, was war das denn? Nee, ich hab gemacht. Ich hab mich verputzt. Ich hab mich verschluckt einfach gerade. Zerik. Nein, ich wollte natürlich Eric heißen, weißt du, weil. Zerik. Oh nein, so tut was Neues. Oh nein. Zerik, Alter. Tobi. So. Okay, hier ist das nächste Dungeon. Wo seid ihr? Okay, hier. Putzi braucht noch ein bisschen. Tutzi, komm ran. Tutzi! Ich komm schon! Jetzt das ist wir das müssen, für eine Höhle. Wir müssen Zerik in den Dungeon folgen. Nadine, danke schön. So. Huch. Vorsicht, Erik. Da ist wer drin, Erik. Pass auf. Hey, wieso ist hier ein Lagerfeuer? Hab ich gerade gesetzt. Ah, okay, ich dachte schon. So. Okay, kommt noch einer? Oder können wir. Ja, hinter dir. Oh. Alles klar, sonst kommt auch keiner raus, ne? Nö, ich glaube nicht. Okay, ja, lass mal reingehen. Mit dem Schaluppel hier. Da ist nichts. Oh, schon, ja. Geh mal dann rein, der Hobby. Oh, hier ist eine Tür. Ja, soll ich mal? Dann mach mal. Vorsicht, ein Pilz. Okay, oh, nein. Hier ist gar nichts hinter. Pilze, Erik, Pilze. Pilze. Komm, müssen wir wieder zurückgehen. Putzi. Ich hab einen Pilz. Du müssen wir zurückgehen? Ja? Pilz. Ja. Okay, geh mir zurück. Dann lass uns doch mal den nächsten Gang nehmen. Das ist eine gute Idee. Oh, okay. Links oder rechts? Links oder rechts? Ja, aha. Jetzt links. Jetzt links? Bist du dir sicher? Ich möchte gerne links schauen, was da ist. Aber da ist nichts. Da gehe ich wieder zurück? Okay. Erik, da ist auch ruhig. Dieses ruhige Überbetonen ist so furchtbar. Ja. Also wie hier der eine Politiker hier, wie heißt er denn? Hab Danny, danke schön, vielen Dank. Dieser Jungpolitiker von der CDU. Der Amthor oder was? Ja, genau. Redet er so? Der redet auch so, aber halt in laut einfach. Oh, Vorsicht, ich höre Knochen. Was ist das? Hier liegt ein Rubin.
Hier ist ja Bernsteinperle übrigens in der Mitte. Oh, nice. Oh, oh, Spawner. Spawner und ein giftiges Skelett. Oh, Skelett-Boss. Oh, Ist das gut? Was wird... Ist das... Nein, das ist nicht so gut. Oh, fuck. Das hat mich direkt erwischt. Okay. Das macht nämlich Gift. Oh. Oh, ich muss was essen. Ja, ich muss okay, leider ich mal... Helfe euch, oh, ich helfe euch! Ich muss weg. Ich muss leider mal kurz weg. Und warum stinkt der so? Der ist ja ganz giftgrün. Ja, der ist leider giftig. Attack, Erik! Du stinkst jetzt auch! So. Aua. Ich hau meine rein, Attack! Sehr gut. Bam. Drauf. Spawner ist down. Oh, ne, der Spawner ist noch da. Okay. Oh, scheiße. Was? Bogenschütze. Jetzt ist der weg. Oh, hey, wo kommt der denn her? Geil, Tobi, packen Hammer aus. Ja. So. Wie beim Bewerbungsgespräch. Sehr gut, er hat gelernt. Hier sind noch zwei Perlen. Da ist eine Perle, da. Ja, wunderbar. Da, ja, nice. Tobi, er meint uns beiden. Tobi, er meint uns. Was? Ich glaube, mir entgeht hier irgendwas. Nee, das Ding ist, so dieses, so sein, also es gibt ja Leute, die seine Freundin Perle nennen. Und das war damals, hey, ich kannte Perle, das nicht. Komm mal her, Perle. Ja, und das Ding ist, ich war damals in WoW und da gab es so einen Dude. Und ja. Der hat so, und ich kann mich erinnern, dass ich mit denen damals im Skype war und das war meine erste Berührung mit Deutschen generell, weil durchs Internet halt erst, ne? Und dann hat der ja wirklich gesagt, ja, meine Perle. Und ich denke, was meint er denn? Ne? Und irgendwann habe ich rausgefunden, mit seiner Freundin. Und, was, und ja. Gibt es gerade jemanden im Chat, der seine Freundin Perle nennt? Ja, nee. Tobi, mich manchmal. Ne? Also, ja, ja, gut, klar. Hier ist noch Blaubeeren. Oh, Beeren, ne? Beeren. Alles klar. Wobei ich das irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh, doch, gibt's, nee, einige gibt es tatsächlich. Echt? Ich finde das immer, weiß ich. Es klingt abwertend, wenn man es falsch. Ja, ich weiß nicht. Komischerweise ist es aber so, dass ich glaube, bei manchen Leuten, manche Leute haben immer so verschiedene, bei uns halt immer Hase. Ich könnte aber zum Beispiel niemals Maus sagen. Hey, Maus, Mäuschen. Oder Schatz. Also das sagen viele, aber Schatz ist Schatz. Nicht so plump. Ja, Schatz kann ich auch nicht, aber das machen alle viele. Ja, ja, das stimmt. Wenn, dann sage ich immer, zu Noah sage ich immer, wenn ich mit dir rede, komm Schatzi. Weißt du, das sage ich, Schatzi. So. Oder so Michel, manchmal. Michel und Dustin, Dankeschön, Michel und Dustin, vielen Dank. Ich bräuchte erstmal eine Freundin, normal. Schreibt einer. Ja. Im Pott ist normal, ich dachte, im Pott sagt man Olle. Hey, Olle. Oder, Zimtsternchen, Erik, das ist ja auch schön, ne? Zimtsternchen, ja gut, dann kannst du aber auch Honigbärchen machen. Zimtsternchen Honigbärchen. Ich nenne meine Freundin mein Engel. Ja, gut, aber das ist ja kein Kosename, den man jetzt so einfach sagt, wenn man, mein Engel, bringst mir ein Glas Wasser? Weißt du, das ist ja auch nichts, oder? Also, ja. Was sind denn coole Kosenamen? Honigschnute. Mm. Ja. Also ich spreche Alina immer mit Nachnamen an. Frau so und so? Ja. Frau und so kommst du mal bitte. So reichen Sie mir doch bitte die Wasserflasche. Ah, oh, das ist romantisch. Das finde ich schön. Maus, ja. So. Was kann man denn? Honigstute. Oh, Stute halt auch noch. Das ist ja richtig. Da muss aber richtig mit Goldkette da sitzen einfach. Was ist das da hinten? Das ist ein Spawner für diese scheiß Zwerge. Nein, gehen wir da doch. Könnten den verprügeln, aber da kommen ständig auch diese Schamanen und sowas. Ein Troll wäre noch richtig lit. Ja. Wäre irgendwie schöner, ne? Ja, die werden wir doch noch finden, oder? Ein Troll. Hier was. Noch wie wär's denn mit Girl? Hey Girl. Girl. Hey Girl. Oh, das ist aber richtig 90er, oder? Hey Girl, kommst du mal gerade? Oh geil, Blaubeeren. Die ich nicht mitnehmen kann. Aber jetzt ernsthaft? Ja, ja, Dry. Wirklich. Was denn? Klar. Ja, dass ich Alina mit Nachnamen anspreche. Klar. Achso, ja, klar. Fulk. Mit Nachnamen. Okay. Frau Fulk. Frau Fulk. Frau Fulk. Wir haben ein Gespräch. Der stolze Olle. Fulk. Ja, da findet es Banane bei mir alle. Ja, klar. Puppe ist auch nicht so geil. Nein, das klingt halt, also manche Sachen klingen halt irgendwie sehr, also ich finde, abwertend. Puppe, ne? Puppe ist aber schon, oh nee, Puppe ist assi. Puppe ist auch, ja, Puppe, hol mal Bier aus dem Kühlschrank. Puppe. So irgendwie. Puppe, bring mal Mayo. Nee, keine Ahnung. Also ich finde, derjenige hat ja einen Namen, also so, weißt du. An die Damen vielleicht mal gerade im Chat, habt ihr vielleicht auch Kosenamen für, für euren Freund? Oder genau. Partner? Partner, ja. Je nachdem. Jetzt bin ich mal. Eins, zwei, oder? Drei. Liebster, echt Liebster. Babe. Mein Mann ist Süßbär, Liebster. Schnuffel. Bierbauchi. Igel, ja, hab ich schon ein paar Mal gelesen. Stummelschwänzchen ist aber schwierig.
Mm. Oh, Vorsicht, Putzi. Oh. Dummi Hase. Hacke Hase nennen viele. Snoodlewonka. Nadine Marie, danke schön, Nadine Marie. Nadine Marie. Oh, oh Nadine Marie. Die war Maria auch bei mir. Nadine Marie, die war die bei dir auch? Ja, Putzi, pass auf, das ist nicht gut. Da ist ein Vetter. Hat sie gesoßt, Erik? Ja, die hat gesoßt. Die hat bei mir auch gesoßt. Falsch an. Das hört sich ganz falsch an, aber Putzi, sie hat... Putzi, pass auf. Gesoßt. Die Nadine Maria. Ach, danke und dir. Rahel, auch die Dankeschön. Erik, der ist ein Berserker, Erik. Dobi. Dobi. Ja, ja, ich bin gerade am Weggehen, weil ich bin fast tot. Halt meine Hände, Dobi. Nee, der geht, ich muss leider weg. Muss los. Alter, ist das schon wieder ein Zwei-Sterne-Berserker? Ja, yeah, ich glaube, ja. Das ist ein fucking... Warum haben wir... Stopp, Putzi, hau ab! Na, warte, ich hau dem jetzt einen rein, da, Erik. Putzi muss los. Oh, dem Putzi vielleicht helfen, Erik? Ja, ich hab gerade einen Kopf bekommen. Kann ich das nicht blockieren? Komm. Doch, kannst du. Im richtigen, wenn du im richtigen Moment machst, dann verwirrst du ihn auch. Das war nicht der richtige Moment. Erik, hilf mir. Erik. Ach komm, ich okay, zweimal habe ich den noch getroffen. Oh, ich muss erstmal was essen. Ich muss erstmal was essen. Mist, jetzt muss ich, wo ich was essen muss, hab ich den am Arsch. Bringt das denen was? Bringt's denen was umzubringen? Einfach Daddy hier gelesen. Okay, Daddy ist aber auch. Daddy ist um. Daddy als Kosename für einen Freund? Ja, das ist. Aber das ist so ein Rollenspiel. Wenn ich das wäre ganz merkwürdig. Welche Panne. Nee, das ist immer so ein Rollenspiel-Dings für viele, ne? So. Hey, Daddy. So, ja, so. Da komme ich mir so komisch vor. Also, ja, wenn ich das sagen würde. Also, wenn die Noah das sagen würde. Das wäre ganz unangenehm. Schlag sie doch mal vor. Huch. Fati. Fati. Nein, was? Wieso hat er getroffen? Ich hab doch geblockt. Erik, pass auf dich auf, nicht, dass ich schieße. Er macht trotzdem denselben Damage? Willst du mich verarschen? Sind das Serverlags oder was?